nach der Botschaft von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nach der Botschaft von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt es zwei Leute, entweder Muslim oder nicht Muslim. Alle, die nicht Muslim sind, die sind Kuffar. Und übrigens, wir, die Christen und die Juden, sind wir auch Kuffar, weil wir das nicht bestätigen, was sie sagen. Wir sagen nicht, dass Jesus Sohn Gottes ist. Deshalb, barakallahu fikum, die Sache ist Konsens unter den Muslimen und das ist koranisch und mit der Sunna belegt. Es gibt entweder Kafir oder Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns so erschaffen. Minkum Kafir oder Muslim. Es gibt keine dritte Variante. Jeder, der die Botschaft von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam annimmt und den Islam angenommen hat nach der Botschaft von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist Muslim. Und jeder, der das nicht macht, ist Kafir. Was bedeutet Kafir? Das bedeutet jemand, der die Wahrheit verleugnet, die Wahrheit nicht annimmt oder die Wahrheit bedeckt. Und wenn du jetzt jemanden sagst, bist du Muslim? Der sagt nein. Glaubst du an Koran? Nein. Glaubst du an Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nein. Wie heißt diese Person? Es gibt keine andere Möglichkeit. Und wenn du jemand sagst, glaubst du an Allah? Ja. An Propheten? Ja. An Koran? Ja. An Sunna? Ja. Betest du? Ja. Wie heißt diese Person? Was bist du? Muslim. Deshalb entweder Muslim oder Kafir. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam فرق oder فرق بين الناس. Das Hadith ist klar. Barakallahu fikum, sagt Allah. Der Prophet sagte, Muhammad ist der Unterschied zwischen den Leuten. Der Unterschied zwischen den Leuten. Entweder folgst du dem Propheten und bist du auf seinen Sunnah und auf seinem Weg oder bist du was anderes. Möge Allah uns bewahren. Na.